Atomkraft, nein danke. Ein Aufkleber, der ins Auge sticht. Zum Atomausstieg 2022 soll auch der letzte Reaktor in Bayern stillgelegt sein. Doch so ein Rückbau kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten werden pro Atomreaktor etwa 1 Milliarde Euro veranschlagt. Für die Kosten sollen hauptsächlich die Energiekonzerne aufkommen, die bisher auch von den Einnahmen profitiert haben. Für ISA 1 hat der Energiekonzern E.ON bereits die atomrechtliche Genehmigung zum Rückbau beantragt. Und es ist zu rechnen, dass die Genehmigung wohl so erteilt wird, dass im Frühjahr 2016 dort beim ersten Reaktorblock in ISA im Atomkraftwerk dort in Landshut begonnen werden kann. Der Rückbau eines Atomreaktors dauert inklusive des Genehmigungsverfahrens etwa 10 Jahre. Bei ISA 1 rechnet der Energiekonzern E.ON mit einer Abbaumasse von etwa 225.000 Tonnen. Jegliches Gerät, was aus dem Kernkraftwerk ISA 1 ausgeschleust wird, muss freigemessen werden. Da gibt es in der Strahlenschutzverordnung ein Freigabeverfahren, das natürlich eingehalten wird. Für den Rückbau werden höchste Sicherheitsmaßstäbe angelegt, um die Menschen in der Umgebung nicht zu belasten. Anders als der Betrieb des Kernkraftwerkes haben wir noch wenig Erfahrung, denn der Rückbau ist ja noch nicht in dem Maße ausprobiert. Also insofern kann ich nur raten, mit einer hohen Sorgfalt heranzugehen. Ich bin mir sicher, dass diese Sorgfalt auch von den Technikern angewendet werden wird. Aber wie gesagt, es ist am Ende des Tages auch immer eine Kostenfrage. Die Energiekonzerne müssen über die Endlagervorausleistungsverordnung Gelder zurücklegen, um diese Endlager zu bauen. Aber Herr des Verfahrens, des gesamten Verfahrens, Endlagersuche, Endlagerbau, Endlagerbetrieb und Endlagerschließung ist die Regierung. Wenn es dann 2022 soweit ist und alle Atomkraftwerke vom Netz sind, muss auch bedacht werden, dass damit eine Stromquelle wegfällt. Zwar sei bereits jetzt der Anteil der Stromversorgung mittels erneuerbarer Energien in Deutschland mit 30% höher, als er jemals durch Kernkraft war, aber hier kommt das Problem eines Speichermediums dazu. In beiden stelle ich eben mit großem, nicht nur Erstaunen, sondern mit einem gewissen Zorn, ich darf das so deutlich sagen, fest, dass gerade in Bayern durch die Staatsregierung dort fahrlässig eigentlich beide Dinge, nämlich Netzausbau und Aufbau erneuerbarer Energien, ausgebremst wird. Immerhin, auch privat lässt sich etwas tun. Eine Photovoltaikanlage auf seinem Einfamilienhaus zu installieren, kostet laut Johannes Hinz vom Unternehmen One Solar in Eching etwa 6.000 bis 10.000 Euro. Da gibt es natürlich schon lange entsprechende Planungen. Das sind drei entscheidende Bausteine. Einmal Pumpspeicherkraftwerke, einmal ein verstärkter Netzausbau, um Windenergie aus Nord- und Ostsee zum Beispiel nach Bayern zu leiten zu können und natürlich hocheffiziente Gaskraftwerke, die schnell regelbar sind, wenn die Sonne weg ist, wenn Wolken aufziehen und zum Beispiel die Photovoltaik nicht den entscheidenden Beitrag leisten kann. Laut Florian Brunold gibt es ein klares Ausbauziel für erneuerbare Energien. 2050 sollen 80% des Stroms so gewonnen werden. Thomas Gamke aber macht darauf aufmerksam, die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren.